bedeutet für dich Diversity at the Top und warum setzt du dich für mehr Vielfalt ein? Diversity at the Top bedeutet für mich, dass unsere Top-Führungspositionen und Gremien vor allen Dingen der deutschen Wirtschaft auch die deutsche Gesellschaft spiegeln. Also, dass wir die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, eben auch repräsentiert wissen in unseren Führungsgremien. Und da sind wir tatsächlich noch lange nicht. Da fehlt noch einiges an Arbeit. Vor allen Dingen vor diesem Hintergrund habe ich Anfang des Jahres die Initiative Beyond Gender Agenda gegründet, die sich dafür einsetzt, Chancengleichheit zu bewirken. Und eben unabhängig von Behinderung, Alter, Geschlecht, kultureller Herkunft, sexueller Orientierung dafür zu sorgen, dass unsere Top-Führungspositionen in Gremien wie Vorständen und Aufsichtsräten besetzt werden.